Besserung oder Kiesgrube oder Prinzgrube? Wo fahrt ihr hin, Jungs? Prinzgrube. Prinzgrube und? Von Lilie. Macht das Eindruck, wenn man mit der Lilie da auf Kreuz hier. Besser als die Kickers, oder? Ja, auf jeden Fall. Wo spielt ihr welche Liga, Jungs? Bundesliga U19. Bundesliga U19. Spielt ihr auch gegen wen noch? So? FC Bayern? Ja. Ist es Süd und Nord eingeteilt oder komplett? Süd. Also gegen Bayern zum Beispiel? Stuttgart. Hoffenheim. Ja. Sei nicht so schüchtern und trink deine Kaffeesohn jetzt. Zeig mal das Gesicht. Und? Ihr habt letztes Mal gespielt? Das letzte ist lang her wegen Corona. Ehrlich, habt ihr kein Spiel jetzt? Nein, leider nicht. Aber die großen Mannschaften spielen jetzt wieder. Ja, aber wir nicht. Wir sind die Amateure. Ach so, ihr habt jetzt komplett Pause. Hm? Mit welcher Begründung? Corona. Damit nur noch Training. So scheiße alles, so schwul. Aber ihr bleibt in Shape, ihr bleibt in Form. Normal. Zeig mal deine Wadenmuskulatur, Bruder. Ja, cool. Klaut sie halt auf für den Kick. Oh, sieht man. Sieht man. Gute. Gute, ja, schau mal, war mal der mit dem Blutgrätschen, weißt du? Der mit den 8 Wochen. 8 Wochen Sperre war ich schon mal. Bin mal lieber hinten weggehauen. Ne? Ich war von was für Position spielt ihr, Jungs? Innenverteidiger. Und du? Zentrales Mittelfeld. Zentrales Mittelfeld. Ja. Du bist so der Bälleverteiler. Ja. Du bist so der bei Standards mit nach vorne kommt und das Ding einlockt hier, einlegt hier. Ja. Ja. Und wie heißt euer Trainer? Trainer nennen wir den. Wie heißt er denn? Leonardo. Weiter? Por. Por. War der auch mal Spieler? Leonardo Por. Ja. Wie wird das geschrieben? Por, P-O? Der kommt aus China. P-O, ja. China? Mhm. Glaube ich nicht. Heißt du dann Leonardo? Digga, versuch mich nicht zu flachsen. Hör auf, ich hab da keine bei Linie viele. Den Schuster gechillt mit dem. Und der Kempe, der Tobi Kempe. Der hat hinten eine Siedlung gewohnt, beim Andi. Und wir kennen die Linie schon sehr gut. Macht euch da mal keine Sorgen. Ja? Neuzugang heute geholt. Ja, der FC Plauze hat heute 2 Neuzugänge geholt. Ne? Also bei Darmstadt nicht spielen können sie aber bei mir in der Liga spielen. Ne? Stimmt. Und schmeckt das euch gut? Ja, schmeckt gut. Und Jungs, fahrt ihr jetzt hoch an die Prinzgrube von Hessen? Ja. Aber ihr braucht euch doch gar nicht umziehen, habt ihr schon mal schön. Wir gehen noch kurz duschen und so. Schön Höschen da. Nee, braucht ihr schon nicht duschen. Wart ihr beim Training gewesen? Ja, sonst laufen wir doch nicht mit Darmstadt. Und pass auf, Jungs, ich habe ein geiles Angebot für die geile Aktion hier alles. Ihr habt doch bestimmt noch ein bisschen Trainingsklamotten zu Hause. Ne? Gib mir ein Cheer-Shirt, Alter. Ich habe gestern mit einem Kollegen ein Shirt getauscht. Der hat mir so ein Shirt von Plauti, nass geschwitztes, gegen so Puma-Shirt von Berlin, Marathon, irgend so ein Scheiß. Und das finde ich geil, dass du das gemacht hast, Digga. Und jetzt wollte ich fragen, ob ich so ein Linien-Shirt bekomme besser. Oh. Wir bekommen erst in 2 Wochen neue Sachen, vielleicht da. Ihr habt doch mehr als nur ein zu Hause, Alter. Ja, das ist echt knapp. Guck, da geht schon das Ding ab hier, die Software-AG geht schon ab. Wir brauchen doch alles. Aber ihr habt doch bestimmt 3 oder 4 Auswahl. 2 Dinge habe ich. Ausweichleibchen. Alle wurden schon gechippt, der Mannschaft. Was könnt ihr Plauzi anbieten? An mehr Wert? Schöne Blutkette. Geht ihr auch noch trainieren, Jungs? Ja, ich hab schon das McFit gesehen. Kommt mal am Freitag ins McFit. Da wird mit dem Taurin gepumpt. Ich sag nur so, Taurin, merkt euch den Namen. Mhm. Das ist ein Brecher, der pumpt alles weg. Der ist so wie ich, noch breiter aufgepumpt und der macht nur Klimmzüge. Ich sag, David, geht da mach ich trainieren. Du könntest richtig aufbauen, Alter. Ich dachte, ja, könnte ich mal machen. Und da kommt er am Freitag, Alter, zeig ich mal, wo der Hammer hängt, Alter. Dann machen wir mal Bankdrück-Olympiade, Jungs. Und wer am meisten drückt, der kriegt die geilsten Muschis ab, oder? Ja, so ist es. Und ihr wollt jetzt unbedingt zum Badesee, Jungs? Ja. Deswegen. Wollen wir nicht nach Frankfurt? Kaiserstraße, ein bisschen gucken. Heute nicht. Gucken nach den Frauen bei Dolly Buster. Die Puffs sind ja zu, Straßenbahnfahrer, die Puffs. Und deswegen müssen sie bei Dolly Buster, hier müssen sie jetzt ficken, ja? Ficken die jetzt bei Dolly Buster. Schönen Gruß an den Herrn Por, Leonardo. Hoffe, deine Schützlinge machen sich gut. Die gucken nicht so viel Pornos, Herr Por. Und ihr wisst ja auch, wenn ihr meine Videos verfolgt, Jungs, dass ich ein Video mit dem Jochen gemacht habe. Ich gebe uns zurück. Dann seid ihr Fackfleisch. Ich habe ein Video mit dem Jochen gemacht. Kennt ihr Jochen? Jochen Schweizer. Mit unserem Bürgermeister, mit Jochen Patsch. Also, mit Jochen Patsch. Patsch. Schönen Gruß an Jochen Patsch. Ich habe ein Video gemacht mit Jochen Patsch, mit Bürgermeister. Und jetzt mache ich ein Video mit den jungen Linien. Wie alt seid ihr denn, die Jungs, überhaupt? 17 geworden. Das heißt, ihr könnt theoretisch in erster Mannschaft spielen? Ja. In Deutschland darf man ab 16 schon spielen, ne? Ja. Sei nur zu skeptisch. Du musst an deine Fähigkeiten glauben. Ich glaube an mich. Ich gucke mir gerade im Internet so Mindset-Videos an von Grant Cardone, das ist so ein amerikanischer Wichser, ja, der hat voll viel Kohle gemacht. Aber der ist ja spät eingestiegen, erst so mit Ende 20, Anfang 30 hat er angefangen Kohle zu machen, ja. Und der sagt so, alles was du an Geld besitzt, ist nicht Steingeld, ist immer Geld von anderen. Ist ja auch so, weil das Geld kommt von anderen, also ist eigentlich nicht Steingeld. Er sagt, Geld ist ein Fluss, Geld ist ein Kreislauf, du musst das Geld immer verwenden für etwas, du musst immer das Geld einsetzen, immer mit dem Geld arbeiten. Weil wenn du das Geld einfach nur zu Hause rumstehen hast und Angst hast, es zu verlieren,
Ja, da wird gar nichts passieren und du wirst auch nicht investieren. Ja? Und deswegen, meine Freunde, würde ich sagen, einschalten, abonnieren und analysieren. Und bald die erste Mannschaft bei der Linie. Glocke aktivieren. Bei TV Plautz der Glocke aktivieren. Alles Glocke gut euch, Jungs. Und einer von euch beiden darf jetzt einen roten Kopf holen. Straßenbahnfahrer, willst du auch mal Hallo sagen? Hallo, alles klar, Chef. Schaut mal YouTube-Kanal rein. TV Plautz mit den Linien hier. Mit den Linien. Alles klar, Jungs. Einer darf einen roten Kopf drücken. Ciao, ciao.